Also in einem meiner letzten Videos habe ich mal meine Gedanken geäußert zum Landleben, wie ich mir so das Landleben vorstelle und wie ich das so sehe heutzutage. Und das ist dann doch ziemlich lang geworden und ich wollte das Ganze noch mal etwas kürzer zusammenfassen und euch dann auch meine Kontaktadresse geben. Also eine Kontaktadresse, unter der man mich erreichen kann, um naja, Kontakte zu knüpfen und eventuell zusammenzuarbeiten. Also nochmal zusammenfassend, ich halte das Stadtleben für zunehmend unerträglich. Also das Leben in der Stadt wird immer chaotischer und immer eigentlich lebensferner, lebensfeindlicher und immer mehr entrückt vom eigentlichen Leben, das, was man unter Leben versteht. Es wird immer technisierter, maschinisierter, immer entfremdeter, immer ja, multikultureller sozusagen. Es ist immer weniger wirkliche kulturelle Bindung zwischen den Menschen da. Und die Bindungen, die die Menschen untereinander eingehen, werden immer mehr von kommerziellen Aspekten geprägt. Ja. Von technischen Aspekten, von Zwängen. Und es gibt immer weniger natürlich gewachsene, organische Verknüpfungen und Verbindungen zwischen den Menschen. Es gibt daher immer mehr Vereinsamung, Individualismus, wie man das auch nennen möchte. Egoismus kann man das auch nennen. Im Endeffekt ist das eine gewisse Vereinsamung des Menschen, der sich dann flieht in die Welt des Konsums, in die Welt der Drogen, in die Welt der Ideologien und Religionen, weil er immer weniger natürliche, echte Inhalte, echte Emotionen in seinem Leben hat, die von anderen Menschen ausgehen, die er kennt und mit denen er ja eine natürliche, echte und langhaltende Bindung hat. Naja, also diese ganze Entfremdung, die technische Welt mit sich bringt, das hat schon Karl Marx beschrieben. Karl Marx hätte sich aber die Entfremdung, naja, wahrscheinlich, also das, was Karl Marx in Das Kapital beschrieben hat, von der Entfremdung des Menschen, von der Arbeit, das ist noch wenig, ja, im Vergleich mit dem, was wir heute an einem Grad an Entfremdung haben in der Gesellschaft. Naja, jedenfalls habe ich dann darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit dem Leben auf dem Land, wenn man jetzt aufs Land ziehen will. Und da ich jetzt lange auf der Suche nach einem Haus auf dem Land war und und jetzt auch seit einem halben Jahr auf dem Land lebe, kam ich dann zu dem Schluss, dass auch das Landleben heute nicht mehr das ist, was es mal war. Hier, wo ich wohne, stirbt das Land mehr oder weniger aus. Es sind fast nur noch alte Leute vorhanden und diese sterben auch bald weg. Und wenn Menschen oft auf das Land ziehen, dann sind es auch oft nur alte Leute, die dann hier ihren Lebensabend verbringen wollen. Und die ganze Jugend wandert sowieso ab. Und es gibt auch sowieso sehr wenig Jugend, weil es auch viel zu wenig Kinder gibt. Also, und dann kann man sagen, dass die wenigen, die noch auf dem Land leben, dass von denen der allermeiste Teil auch nur ein Stadtleben führt. Ja? Also lediglich auf dem Land wohnt, aber genauso in der Stadt arbeitet oder sich seine Sachen im Supermarkt kauft und so weiter. Ja, also wenn man das mal vergleicht mit vor 100 oder 150 Jahren, wo auf dem Land wirklich noch alles Mögliche produziert wurde, von Kleidung über Werkzeugen, über Möbel, über also alles, ja, wurde lokal produziert. Alles, was die Menschen zum Leben brauchten. Und heutzutage wird fast gar nichts mehr, was die Menschen zum Leben brauchen, lokal produziert. Und das, was auf dem Land noch produziert wird, sind Agrarprodukte, die aber in gigantischen Ausmaßen produziert werden. Also in einer Größenordnung, die nichts mehr mit dem eigentlichen Bauernleben zu tun hat, sondern die auch immer mehr zur Industrie mutiert. Also ein Bauer heutzutage, ja, der hat jetzt bald schon GPS-gesteuerte, vollautomatisierte Mähdrescher, die gigantische Felder bearbeiten in kürzester Zeit. Und das hat nicht mehr viel mit Bauernleben zu tun und kann auch sozusagen nicht dem Entfremdungsprozess des Menschen von seiner Arbeit entgegenwirken. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Ich habe seit jetzt fast seit über einem Jahr eine kleine Tochter und ich wollte schon immer aufs Land ziehen und ein sehr einfaches, traditionelles Leben führen, ein naturverbundenes Leben, meine eigenen Tiere haben, mein eigenes Essen selber anbauen und viele Dinge selbst herstellen. Und ich habe dieses Ziel dann, seitdem meine Tochter auf der Welt war, auch schon vorher, als sie unterwegs war, akribisch verfolgt, weil ich mir auf keinen Fall vorstellen konnte, dieses Mädchen in dieser Welt, ja, soll man in diese Welt noch Kinder setzen, heißt es ja immer, ja. Und das kann man natürlich verstehen. Ich könnte mir niemals vorstellen, sie in der Stadt aufzuziehen, ja, bei all diesen permanenten Konflikten, diesen permanenten Hass, der durch die Medien verbreitet wird, größtenteils, der aber auch, wie gesagt, aus der ganzen Entfremdung der Menschen voneinander kommt. Sie diesem ganzen Konfliktpotenzial auszusetzen, kann ich einfach nicht übers Herz bringen, ja. Wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, ich bin noch in den Kindergarten gegangen, noch zu sozialistischen Zeiten. Und da wurden größtenteils den ganzen Tag Märchen vorgelesen, deutsche Volksmärchen, Volkslieder gesungen. Und man hat sicherlich auch andere Kulturen thematisiert. Ja, man hat Indianerfeste gemacht, Karl-May-Feste. Man hat die Russen kamen zu Besuch, ja, mit ihren Matroschkas und haben dort irgendwas russische Lieder gesungen. Und man hat im Großen und Ganzen auch die Völkerfreundschaft propagiert in unseren Kinderbüchern. Da hielten sich auch alle Kinder aller möglichen Hautfarben und Herkünfte hielten sich da an der Hand und waren glücklich vereint. Und es wurde sozusagen schon die Völkerfreundschaft auch propagiert und das fanden auch alle schön. Aber es wurde nicht zwanghaft sozusagen, wurden nicht alle zusammen in einen Kindergarten gesteckt. Ja? Also es wurde nicht die Völkervermischung propagiert, sondern die Freundschaft unter den Völkern. Und ich halte das für ein sehr gesundes Konzept, denn meiner Ansicht nach führt die Völkervermischung zum Ende aller Völker. Ja? Das wird dann dazu führen, dass einfach nur die ganze Welt eine Kultur darstellt. Und ich habe das mal, der Kinderarzt, der bei der Geburt meiner Tochter anwesend war, mit dem habe ich mich auch mal darüber unterhalten, über diese Thematik. Und der hat dann dazu nur gesagt, ja, ist doch schön, dann hat die ganze Welt eben eine Kultur. Ja. Was das dann aber noch mit Multikulti und mit Vielfalt zu tun haben soll, wenn die ganze Welt eine Kultur hat, das soll mir mal einer erklären. Ja. Naja, ich möchte hier nicht wieder so sehr abschweifen. Fakt ist, ich halte es für absurd, Kinder in eine Schule und in Kindergärten zu schicken, wo alle möglichen Kulturen anwesend sind und wo man im Endeffekt auf Inhalte vollkommen verzichten muss, weil man kann eine Kultur, man kann in einer Schule wo oder in einem Kindergarten, wo 10 verschiedene Ethnien präsent sind, mit 10 verschiedenen Sprachen, bringt es nichts, deutsche Volkslieder zu singen, weil andere. Klar, die Deutschen fühlen sich davon dann angesprochen, die deutschen Kinder, mitunter auch die anderen Kinder, aber nicht in dem gleichen Maße, denn die anderen Kinder haben eine andere Herkunft und haben eine andere Sprache und ihnen würde es viel, viel besser tun, wenn sie ihre traditionellen Lieder singen würden, ja, in denen ihre Lebenswelt thematisiert wird. Denn traditionelle Volkslieder handeln auch immer von einer Umwelt, in der man lebt, von einer Natur, in der man lebt, von einer bestimmten Lebensweise, die man hat. Naja, von einer bestimmten Geschichte, die man hat, ja, nicht zu vergessen. Jedenfalls gibt es so viele absurde Zustände in unserer heutigen Gesellschaft, dass es mir irgendwie, mir habe ich mich, ich habe mich gefragt, wie man wieder zurückfinden kann in eine Welt, in der man eine natürliche, organisch gewachsene Gemeinschaft hat und einfach einen ganz normalen deutschen Kindergarten, eine ganz normale deutsche Schule, in denen es den Deutschen ermöglicht ist, ihren Kindern die deutsche Kultur beizubringen. Ja? Und zwar unbelastet von all diesen schweren Fragen von Rasse und Kultur und fremden Kulturen und Toleranz und diese ganze, ja, man musste uns damals im Kindergarten nicht Toleranz beibringen. Das war für uns etwas Natürliches. Das war einfach so. Man hat sich einfach für andere Kulturen interessiert. Und meiner Ansicht nach war das auch schon immer der Fall, ja, dass Kinder neugierig sind. Ich bin nicht der Meinung, dass es in den Menschen einen inhärenten Hass gegenüber anderen gibt. Ja.
Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn alle möglichen Menschen gezwungen werden, zusammen in einer Gemeinde zu leben und unter den gleichen Gesetzen und unter der gleichen Linie sozusagen, dann führt das zu Konflikten, weil einfach man kann nicht jeder Kultur gerecht werden. Ja, das geht einfach nicht. Und dann fühlen sich die einen zurückgesetzt, die anderen vernachlässigt und dann gibt es Konflikte. Aber ich nehme an, wenn verschiedene Ethnien und Völker, wie das ja über Jahrtausende der Fall war, in verschiedenen Landstrichen wohnen und die mehr oder weniger ihre eigene Regierung haben, dann gibt es da weniger Konfliktpotenzial, ja, meiner Ansicht nach. Und mehr Entfaltungsmöglichkeiten für die einzelnen Kulturen. Also ich sah dann in dem Dorf, wo ich jetzt wohne, dass es da noch ein anderes Kleinkind gibt und sonst vielleicht noch 1-2 Jugendliche, aber ansonsten nur alte Leute. Und dann stehe ich vor dem Problem, dass ich dann mein Kind, wenn ich es dann mal in die Schule schicken möchte, auch wieder Kilometer weit wegfahren muss, ja, weil die Schulen überall schließen und man muss immer weiter wegfahren, um seine Kinder noch zur Schule zu bringen, weil es einfach zu wenig Kinder gibt. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann man es erreichen, dass man junge Familien, die gerne viele Kinder bekommen wollen, animiert aufs Land zu ziehen, in das gleiche Dorf oder vielleicht in Nachbardorf, in die gleiche Region, und um dann dort die Schule wieder aufmachen zu können und dann in diese Schule die Gelegenheit zu nutzen, den Kindern ganz einfache, natürliche Dinge beizubringen, ja, die traditionellen Lieder, Tänze und Geschichten und Spiele und das traditionelle Handwerk, Basteln, das wir früher hatten, ihnen ein naturverbundenes Leben beizubringen mit den, dass sie sozusagen die Arbeit, die auf dem Land getan werden muss, um zu überleben, dass sie die bereits spielerisch lernen in der Schule und einen positiven Bezug zur Natur aufbauen, ja, wo Bäume und Pflanzen und Tiere einfach wirklich etwas Heiliges sind, ja, etwas, vor dem man Respekt hat, ja, was man nicht einfach zerstört, was man nicht einfach als gegeben hinnimmt, sondern wo man lernt, dass es zwischen Mensch, Tier und Pflanze eine intensive Wechselwirkung gibt und dass all diese Lebewesen in der Natur sich gegenseitig bedingen und dass man lernt, von der Natur sich zu ernähren, ohne diese negativ zu beeinflussen, ohne diese zu stören oder zu zerstören. Und das Ganze nicht mit Technologien und Geld und Fortschritt und neuen Methoden zu erklären. Also dass man nicht wie heute sagt, ja, wir erheben jetzt noch eine Ökosteuer und wir bauen jetzt, wir haben jetzt wieder eine neue Solartechnologie und Windkraft, mit der wir die Umweltprobleme lösen. Oder neue globale Konzepte der Vernetzung und der Menschheitstransformation. Ja, da gibt es dann eine große Bewusstseinstransformation der gesamten Menschheit, von der dann plötzlich die Welt gerettet wird. Ja, dass man diese ganzen gigantischen Zusammenhänge überhaupt nicht thematisiert, weil ich das alles sowieso für schwachsinnig halte, sondern dass man wirklich im Kleinen anfängt, dass man guckt, wie kann ich die Natur hier in diesem Ort pflegen, ja, und wachsen lassen und gedeihen lassen. Wie kann ich hier ein nachhaltiges Leben führen? Wie kann ich in dieser Gemeinde so leben, dass man nichts von außen braucht, dass man keine Äpfel aus Neuseeland braucht und kein Öl aus Saudi-Arabien und kein Plastik und dass man einfach, ja, beispielsweise das Müllproblem dadurch löst, indem man einfach gar keinen Müll produziert, wie es ja über Jahrtausende der Fall war. Ja? Also ich gehe davon aus, dass die wirklich nachhaltige und gesunde Lebensweise eine Lebensweise ist, die bereits über Jahrtausende gelebt wurde. Ja? Die natürlich durch verschiedene andere historische Prozesse, durch das Christentum, durch Machtausdehnung von Imperien, hat sich das natürlich alles immer in einem gewissen Wandel befunden, aber ich gehe davon aus, dass die grundlegende Lebensweise auf dem Land bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts exakt die gleiche war wie vor 2000 Jahren. Es hat sich dabei meiner Ansicht nach nur unwesentlich was geändert, wenn dann nur die Höhe der Steuern und Abgaben, die der Staat oder die Kirche verlangt hat. Aber an sich haben die Menschen nachhaltig gelebt, schon immer. Ja? Und es ist erst etwas sehr Modernes, etwas sehr Rezentes, dass die Menschen oder dass
dass die Welt so in Mitleidenschaft gezogen wird von dem Leben des Menschen. Ja? Und ich halte das auch nicht die Auswirkungen des Lebens des Menschen an sich, sondern eher die Auswirkungen der Verbreitung der Globalisierung und der Technisierung der Industriewelt, ja, der gigantischen Konzerne, die überleben wollen, die Profit erwirtschaften wollen. Und diese Konzernwirtschaft ist meiner Ansicht nach das, was die Welt vernichtet, nicht das Leben des Menschen an sich. Ich gehe davon aus, dass der Mensch an sich schon immer einen relativ friedfertigen Umgang mit der Natur gehabt hat. Also es gab nicht über Jahrtausende diese Feindschaft zwischen Mensch und Natur. Wenn man jetzt über Nachhaltigkeit redet und über die Bildung von Gemeinschaften, die nachhaltig leben wollen, wenn man von Menschen redet, die die Stadt verlassen wollen, weil sie dort es nicht mehr aushalten. Ja, es gibt so viele Menschen, die Probleme der Zeit erkannt haben und die diesem ganzen Sumpf entfliehen wollen und die etwas Positives aufbauen wollen, die wirklich gute Ideen auch haben und gute Beweggründe und ja, die vieles verstanden haben. Allerdings sehe ich das Problem, ja. Ich habe schon viele solche Gemeinschaften von Leuten kennengelernt und ich sehe meistens das Problem in der Ideologie und in den religiösen, spirituellen Aspekten, die diese sogenannten Gemeinschaften oder Projekte haben, ja. Also, da geht es immer um irgendeine Spiritualität, um ein Bewusstsein, um eine Bewusstseinserweiterung und Erwachung. Und es geht darum, irgendwas Neues zu schaffen und eine neue Einstellung zur Natur zu bekommen. Oder es geht darum, irgendwie links zu sein, ja, und irgendwie ganz sozial zu sein und ganz revolutionär, sozialrevolutionär. Wir machen jetzt eine ganz neue Form des Zusammenlebens auf. Oder auf der anderen Seite geht es dann darum, rechts zu sein und irgendwelchen nationalistischen Nazi-Ideologien oder sowas anzuhängen und unbedingt das Deutsche Reich zu verherrlichen oder so, ja, und unbedingt sich auch im Konflikt und in Opposition zur BRD zu stellen oder in unbedingte Opposition zu den Linken oder zu den Grünen zu stellen. Also es geht dann immer darum, gegen irgendetwas zu sein, ja. Und andererseits geht es darum, dann irgendeine ganz bestimmte Esskultur zu haben, irgendwie ganz vegetarisch zu sein oder irgendwie religiös und auch buddhistisch und hinduistisch. Und diese ganzen Geschichten sind meiner Ansicht nach alle zum Scheitern verurteilt, denn meiner Ansicht nach haben sich Menschen aus diesen Gründen fast noch nie zur natürlichen Gemeinschaft zusammengefunden, sondern diese Gründe, diese geistigen Beweggründe waren meiner Ansicht nach kamen immer von oben, ja, kamen immer von einer Priesterkaste, von einer bestimmten Staatsführungsideologie her, aber nicht aus den Menschen selbst. Und meiner Ansicht nach, was die Menschen wirklich verbindet, was eine dauerhafte Bindung zwischen den Menschen schaffen kann und ein Vertrauen unter den Menschen, ist die eigene Geschichte, die eigene Herkunft, die eigene Kultur, ja. Das, was die Menschen wirklich verbindet, ist, dass sie sich von Natur aus ähneln, ja? Dass sie eine gleiche Geschichte haben, eine gleiche Herkunft und auch ungefähr gleich aussehen. Ja? Dass sie einfach gleich sind und das schweißt sie auch im Endeffekt zusammen. Dass Menschen gleich denken, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja? Es ist extrem selten, es ist eigentlich so gut wie unmöglich. Denn Gedanken sind etwas sehr Flüchtiges, sehr Volatiles. Ja? Gedanken, Ideen, Ideologien verändern sich ständig und deshalb zerbrechen Gemeinschaften, die auf Ideologien basieren, irgendwann automatisch. Ja? Und das führt vor allem auch zu Konflikten, weil gerade das sieht man an den ganzen religiösen Abspaltungen, die es im Christentum gibt, im Islam, im Judentum. Es gibt so viele Splittergruppen, auch in allen möglichen anderen Religionen. Es gibt auch in allen möglichen Ideologien, politischen Theorien gibt es Millionen von Splittergruppen. Ja, da gibt es nicht einfach nur die Linken, da gibt es Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, Trotzkisten, was weiß ich, Stalinisten. Es gibt im linken Spektrum unglaublich viele Splittergruppen, genau wie im rechten Spektrum es unglaublich viele Splittergruppen gibt. Und ich habe gelernt, dass es immer
viele Gründe gibt, sich nochmal abzuspalten, nochmal so zu sagen, naja, aber so genau meine ich das auch wieder nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass Ideen meiner Ansicht nach, Gedanken verbinden Menschen nicht. Das, was die Menschen verbindet, sitzt viel tiefer. Es ist körperlich, ist eine Realität, ist eine Straße, die sie über Jahrtausende entlang gelaufen sind und die sie in die Zukunft führt. Eine gemeinsame Identität sozusagen. Ja? Ich habe neulich mal nachgedacht, man kann das ungefähr mit einem Roman vergleichen. Wenn wir einen Roman lesen, dann möchten wir ab der Mitte irgendwann, ja, wenn uns der Roman gepackt hat, wir möchten den weiterlesen, wir möchten wissen, wie er zu Ende geht oder ja, wie das vielleicht dann weitergeht im zweiten Teil. Ja? Wir wollen diesen Roman weiterlesen. Ja? Jetzt stellt man sich vor, man schiebt jetzt plötzlich ab der Mitte des Romans etwas völlig anderes ein. Einen ganz anderen Roman oder ein Sachbuch. Ja? Irgendwas völlig anderes. Dann ist man vor den Kopf gestoßen. Man befindet sich plötzlich in einer völlig anderen Geschichte. Und meiner Ansicht nach ist es so, wenn sich Menschen aufgrund irgendwelcher Ideologien miteinander eine Gemeinschaft bilden, dann ist es so, ja, man merkt irgendwann, dass die zwei Menschen eigentlich eine völlig andere Geschichte haben und eigentlich gar nicht zusammenpassen. Sie leben nicht in dem gleichen Roman, sie leben nicht in der gleichen Geschichte. Sie haben zwei verschiedene Entwicklungsstränge. Und diese beiden verschiedenen Entwicklungswege, die können sich zwar hier mal treffen, aber die führen auch wieder auseinander. Und so kann es niemals zu einer dauerhaften Bindung kommen. Was ich aber denke, ist, dass eine dauerhafte Bindung notwendig ist, um wirklich Frieden und Heimat und ein Zuhause zu haben. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Es gibt ein lettisches Lied, das stammt aus dem Film Der Däumling. Ja? Irgendwann, weiß nicht, ob der aus den 70ern oder 80ern, das ist ein Märchenfilm, ein wunderschöner lettischer Märchenfilm, den wir in der DDR auch gesehen haben, damals. Und da gibt es dieses Lied und darin heißt es so ungefähr übersetzt, dort oben am Himmel ist eine Straße aus Milch, ja, ein Weg aus Milch, ja, die Milchstraße. Und hier zu meinen Füßen ist auch eine Straße, ein Weg. Und dieser Weg führt mich in das Land des Glücks. Und siehe da, das ist das Zuhause. Und ja, die Heimat. Und an diesem Lied erkennt man den fundamentalen Unterschied zu dem, was traditionell die Auffassung von Glück war und was die Auffassung von Glück ist, die, mit der wir aufgewachsen sind, die uns über die Medien und die Bildung eingetrichtert wurde. Ja, uns wurde immer gesagt, du bist dort glücklich, wo du dich zu Hause fühlst. Ja, oder du bist da zu Hause, ja, noch besser, du bist da zu Hause, wo du glücklich bist. Ja. Und das bedeutet, das hat eine ganze Generation auf die Suche geschickt, ja, und auf Weltreise, ja, mich eingeschlossen und auf spirituelle Erfahrungssuche und Ausprobieren von Drogen und das führt einen auf den Weg der Kunst und ich will mich jetzt ausdrücken, ich will jetzt Bilder malen, durch die ich glücklich werde und man sucht einen Weg und Mittel und Wege, um glücklich zu werden. Ja, und in diesem Lied beispielsweise, da kommt die traditionelle Auffassung von Glück zum Ausdruck und die war immer, zu Hause ist es am schönsten, ja. Nicht auf dem Weg, ja, der Weg ist das Ziel. Nicht die ganze Zeit umherwandern. Und umherwandern in diesem Sinn heißt ja nicht unbedingt nur über die Welt zu wandern und auf Wanderschaft zu sein, sondern auch diese geistige Rastlosigkeit, dieses permanente sich selbst finden müssen und sich selbst neu erfinden. Das ist ja auch dieses Wanderschaftsprinzip. Und ja, früher war man eher der Auffassung, ja, zu Hause ist es am schönsten, zu Hause schmeckt das Essen am besten, zu Hause fühle ich mich sicher und geborgen, ja, und das ist das Glück traditionell gewesen. Und wir heutzutage müssen uns fragen, wo ist unser Zuhause? Und ich bin der Auffassung, dass das Zuhause, das ist die Heimat und das ist den meisten Menschen verloren gegangen durch diese mediale Welt, durch diesen Multikulturalismus, durch dieses unglaubliche Chaos, durch diese Konsumgesellschaft,
sind die eigentlichen Bindungen und Werte an die Heimat, an die heimische Region, an das Dorf, an die, den Ort, an dem man gewohnt hat früher. Ja, das ist völlig verloren gegangen. Ich meine, früher haben Menschen über Jahrhunderte an einem und demselben Ort gewohnt. Ja? Und natürlich sind dann auch mal ein paar in andere Orte gezogen, haben woanders geheiratet, aber es gab an einem Ort eine Familientradition, eine Familiengeschichte. Da lebten ganze Generationen, ganze Familien über Jahrhunderte in dem gleichen Haus und prägten die Geschichte dieses Hauses mit. Und das ist fast völlig verloren gegangen in dieser vollkommen flüchtigen Welt, wo man sich ständig umzieht und wo man überhaupt auch kaum noch Kinder hat und mit seinen, ja, mit seiner Familie auch keine große Beziehung mehr hat. Und hier kommen wir wieder an diesen Punkt, wo es darum geht, zu vermeiden, in irgendwelche spiritistischen Ideologien abzudriften. Weil viele suchen so die Verbindung zu den Urahnen, zu den Ahnen. Und ich will mich mit den Ahnen verbinden. Und dann setzen sie sich auf einen Hügelgrab und auf einen Dolmen und meditieren und spüren irgendwelche Energien und spüren irgendwelche Ahnen in sich. Aber die Verbindung mit den Ahnen ist etwas absolut Praktisches, ist etwas absolut Reales. Und zwar ist es das, zu wissen, wer sind eigentlich meine Eltern, ja, und meine Ureltern, meine Großeltern und die Eltern davor. Die Verbindung mit den Ahnen bedeutet, dass du weißt, wer deine Eltern sind, was sie getan haben, ja, wie sie gelebt haben, was sie erlebt haben. Stellt euch mal vor, heute sitzen die Leute zu Hause vorm Fernseher abends und schauen sich irgendwelche Geschichten an von irgendwelchen Leuten. Ja, fiktive Geschichten. Früher saßen die Menschen abends im Kerzenlicht, vorm Lagerfeuer, vorm Kamin. Und dann haben die Großeltern die Geschichten erzählt aus ihrem Leben. Und sie haben die Geschichten ihrer Eltern erzählt und die Geschichten dieser und jener Verwandten. Und es knüpfte sich vor dem geistigen Auge des Menschen ein ganzer Teppich von Verbindungen, von Beziehungen, von Geschichten, von Erlebnissen. Und dieser Teppich war eingewoben in die Weltereignisse, ja? In die Züge Napoleons, in die Revolutionen und Bewegungen auf dem Erdball. Die gesamte Geschichte, die einzelnen Schicksale der Menschen waren in dieses ganze Geflecht eingewoben und die Menschen lebten da drin. Wenn man eine Vorstellung davon hat, wer seine Vorfahren wirklich gewesen sind, und man kann da sehr weit zurückgehen, ja, wenn man das wirklich sich dafür interessiert und das in der Familie auch lebt und sich darüber unterhält, ja, dann bekommt man ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl mit seinen eigenen Leuten und man bekommt ein Gefühl der Geborgenheit und der, ja, hier ist mein Platz, hier gehöre ich hin. Und das macht den Menschen einfach glücklich, von Natur aus glücklich und zufrieden. Denn der Hauptgrund für die ganze Unzufriedenheit heutzutage ist die Entfremdung, ist dieses Gefühl, nirgendwo hinzugehören und vollkommen alleine dazustehen. Ja? Aber der Mensch sehnt sich nach Gemeinschaft. Und das führt dazu, dass diese künstlichen, ideologischen Gemeinschaften geformt werden, die aber immer wieder auseinanderbrechen. Ja, sei das die Yoga-Gruppe, sei das die Band, ja, in der man mal eine Zeit lang gespielt hat, oder ja, die Subkultur, der man angehört, der Punkrock oder sowas. Das sind alles sehr kurzfristige Dinge, die einen nur kurzzeitig am Leben erhalten. Und wer da zu lange drin steckt, geht auch daran kaputt, ja, auch an dem ganzen Drogenkonsum und Alkoholkonsum, der damit meistens verbunden ist. Ihr merkt, ich schweife schon wieder ab. Aber das liegt daran, dass man heute es gibt unglaublich komplexe Gründe, warum wir ein ganz einfaches Leben anstreben sollten. Die Erklärung dafür ist sehr komplex. Ja? Warum das einleuchtend ist, dass wir aufs Land ziehen müssen, uns selbst von unserer eigenen Scholle ernähren müssen, mit vielen Kindern. Die Kinder müssen auf dem Hof arbeiten, mit der Arbeit in der Natur aufwachsen und eine natürliche Bindung zu ihren Eltern aufbauen. Ja, sie dürfen ihnen nicht entfremdet sein. Die Eltern dürfen nicht den ganzen Tag in irgendeiner Fabrik oder in irgendeinem Büro stehen. Die Eltern müssen greifbar sein. Ja,
den ganzen Tag. Die Kinder, um Vertrauen aufzubauen, müssen sehen, was die Eltern machen und müssen daran von frühester Kindheit an teilhaben. Ich versuche, meine Tochter überall hin mitzunehmen. Ihr habt ihn zum Beispiel in meinem letzten Video gesehen. Da habe ich meine Tochter dabei gehabt, ja, als ich die Weiden da zusammengesammelt habe. Und wie gesagt, ich versuche so zu leben, mit so wenig Technologie und Maschinen, dass es für meine Tochter keine Gefahr gibt, dass sie bei allen Tätigkeiten, die ich tue, dabei sein kann, ja, größtenteils. Und so entsteht, das ist das Grundprinzip, so entsteht überhaupt erst Nähe und Bindung und Zufriedenheit und Glück und Frieden und Geborgenheit. Und das sind alles Dinge, die uns verloren gegangen sind, die uns als etwas Erstrebenswertes erscheinen, die aber früher vollkommen selbstverständlich waren. Und erst wenn diese Dinge erfüllt sind, erst wenn das eine Selbstverständlichkeit ist, kann Kultur überhaupt wachsen, kann überhaupt etwas Schönes entstehen, etwas Nachhaltiges, kann erst Kunst überhaupt entstehen oder wirkliche Wissenschaft. Ja? Wirkliche Wissenschaft und wirklicher Fortschritt entsteht nur, wenn diese Grundbedürfnisse des Lebens erfüllt sind. Und es wird so heute so getan, als wäre dies kein Grundbedürfnis, ja? Als wären die Grundbedürfnisse anderer Art. Also wie gesagt, man kann da noch stundenlang in die Tiefe gehen und das noch weiter analysieren und begründen. Was ich für vollkommen falsch halte, sind solche Ideen wie, jetzt gibt es einen großen Bewusstseinswandel und durch eine Punktmutation, durch die Sonne, die Sonnenenergie, die macht einen großen Sprung und das Bewusstsein der gesamten Menschheit wandelt sich auf einmal. Ich sehe das vollkommen anders. Ich sehe das so, dass die grundlegenden Werte des Menschen und die grundlegende Lebensweise des Menschen fast immer gleich geblieben ist. Ja? Was sich wandelt, ist die Art der Kultur, die der Mensch aufbaut und ein bisschen seine Technologie. Aber das Leben des Menschen und die eigentlichen grundlegenden Werte, die zu einem gesunden Leben führen, bleiben mehr oder weniger gleich. Und so ist es auch in der Natur. Ja, die Natur funktioniert seit Jahrtausenden nach exakt den gleichen Prinzipien. Und das sind im Endeffekt physikalische Gesetze. Also wie schafft man auf dem Land wieder ein dörfliches Leben, in dem das grundlegende Zusammenleben eine Selbstverständlichkeit darstellt und nicht jeden Tag neu ausdiskutiert werden muss über Ideologien, über Religionen, über Verhaltensregeln, Essregeln. Die Verhaltensregeln und die Essregeln müssen sich aus dem Alltag ergeben. Es muss einfach selbstverständlich sein. Ja? Und das geht nur über die gemeinsame Abstammung. Es müssen Menschen, die die gleiche Geschichte haben, zusammenziehen und eine Schule aufbauen, ihre Kinder erziehen gemeinsam und ihnen, und ein primärer Bestandteil der Erziehung muss das eigene Leben, die eigene Lebenswelt sein. Ja? Alles andere, alle Fragen des kulturellen Austauschs kommen erst danach. Ja? Es muss das Ziel der grundlegenden Erziehung sein, den Kindern die nachhaltige Lebensweise in der eigenen Natur beizubringen. Wie kann man von und mit der Natur, die einen umgibt, leben, sodass diese Natur auch lebt und gedeiht? Es klingt dann wieder religiös überhöht, ja, wenn man sagt, wie lebt man in perfekter Harmonie mit Mutter Erde, mit der Natur? Ja. Aber das ist nicht religiös überhöht. Das ist keine religiöse Spinnerei oder keine romantische Träumerei. Das ist die Realität. Und das war die Realität seit Jahrtausenden. Und es ist erst vor kurzem in diese Unbalance geraten. Genauso ist ein Leben auf dem Land keine romantische Träumerei, ein natürliches Landleben, sondern das ist eine Notwendigkeit. Es ist ja so, dass durch die jetzige Lebensweise das ganze Leben auf dem Land und deshalb auch in der Stadt irgendwann ausstirbt. Also wer wirklich begriffen hat, was hier passiert, in dieser globalen Industriegesellschaft, wie enorm der Grad der Vergiftung von Mensch und Natur ist und wie er exponentiell steigt mit jedem Jahr, der weiß, dass das Ende dieser Industriegesellschaft sowieso vorausprogrammiert ist. So gesehen ist eine Rückkehr zum Landleben, zum natürlichen Landleben,
keine Träumerei. Ja, das ist keine romantische Träumerei, sondern das ist das eigentlich Selbstverständliche. Dieser utopische Traum, den wir jetzt haben, das ist die Träumerei, die auch logischerweise nicht lange Bestand haben wird. Um es mal kurz zu sagen, wenn wir die Natur als ein System betrachten, was perfekt funktioniert und was sich selbst reguliert, dann ist es absolut absurd zu denken, man könnte dieses natürlich funktionierende System durch ein künstliches, maschinelles System ersetzen, in welchem man dann aber rational jede einzelne Stellschraube kontrollieren muss. Ja? Man bürdet sich eine gigantische Aufgabe auf. Man bürdet sich die Aufgabe auf, Gott zu sein. Ja? Mal angenommen, Gott ist jemand, der alles kontrolliert und alles beherrscht. So denkt man immer, ja, das ist ja toll, dass Gott das alles kann. Gott ist das höchste Wesen, aber ist das wirklich so? Oder ist Gott derjenige, der das alles machen muss? Ja? Der alles beherrschen und kontrollieren muss, der eine gigantische Aufgabe hat, ja? Und enorm viel Arbeit. Warum sollte man sich in seine Position versetzen wollen und all diese Dinge zu kontrollieren, die normalerweise einfach von selbst laufen würden? Ja? Ich bin auch der Ansicht, dass die Menschen früher wesentlich weniger gearbeitet haben als heute. Und ich habe das Gefühl, je mehr Maschinen und je mehr Technik und Technologie entwickelt wird, desto mehr müssen die Menschen arbeiten. Also dieser ganze Traum, die Maschinen machen irgendwann die ganze Arbeit, ist ja völlig, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich Menschen animieren, mit zu mir aufs Land zu ziehen, in meine Umgebung, mit Familien, mit Kindern und mir dabei zu helfen, eine neue Schule aufzubauen und den Kindern ordentliche Sachen, schöne Sachen beizubringen. Und das Eigeninteresse, was ich daran habe, ist, dass meine Tochter in einer eigenen Heimat aufwächst, in einer eigenen Welt. Ja, die ihr gehört, die ihre ist, die ihr vertraut ist und die eine lange Geschichte hat. Dass meine Tochter nicht in einer künstlichen Medienwelt aufwächst, in Game of Thrones oder in Star Wars oder in irgendwelchen anderen Zeichentrickserien, wo künstliche Realitäten erschaffen werden, mit denen sie sich dann identifizieren soll, sondern dass meine Tochter in der Märchen- und Geschichten- und Symbolwelt aufwächst und Arbeitswelt, die hier schon seit Jahrtausenden eine Realität ist und die ihre eigene ist. Ja? Ich kann meine Ideen und Ideologien und Philosophien austauschen wie Socken. Ja? Ich kann den einen Tag Kommunist sein, den anderen Tag Nationalsozialist, den nächsten Tag Hardcore-Kapitalist. Das ist alles möglich, weil das alles nur logische Konstrukte sind. In der Schule war ich auch Kommunist, ja, mal. Und ich habe das auch vollkommen, ja, so logisch mir irgendwie, das hat für mich Sinn gemacht, ja. Später hat das dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, ja. Dann war ich wieder irgendwas anderes. Dann war ich, Polyglott. Ich war Kosmopolit eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, es ist doch nicht so wirklich schlüssig, diese ganze Gedankenwelt des Internationalismus. Aber diese Dinge, wie gesagt, sie wandeln sich. Was sich aber nicht wandelt, ist zum Beispiel, wer deine Eltern sind. Das bleibt immer gleich. Und wer die Eltern deiner Eltern sind, bleibt auch immer gleich. Und wenn man Menschen hat, die beispielsweise die gleiche Geschichte haben, ja, mal angenommen, zum Beispiel meine Geschichte beginnt irgendwo in Pommern, in Ostbrandenburg, ja, Gebiete, die heutzutage zu Polen gehören. Ich habe da bestimmte slawische Verbindungen wahrscheinlich auch in meiner Familie. Und das sind alles so Sachen, die führen immer dazu, dass ich Menschen kennenlerne, die auch irgendwie solche Verbindungen haben, die auch von dort stammen. Und es ist so, man fühlt sich sofort irgendwie angesprochen. Man hat sofort eine gewisse Gemeinsamkeit. Und es gibt da unendliche Verzweigungen. Das ist wie so eine Fraktalstruktur. Die eigene Kultur ist unendlich verzweigt. Und das geht zum Beispiel so weit, dass als ich zum Beispiel in Lateinamerika unterwegs war, wenn man dann immer nur mit Brasilianern und so zusammen ist wenn man wirklich in diese andere Kultur eingetaucht ist, ja, und plötzlich trifft man wieder jemanden, der auch unterwegs ist auf Reisen, ja, zum Beispiel ein Italiener. Und plötzlich hat man dieses Gefühl der unglaublichen Zusammengehörigkeit mit diesem Italiener.
Ja? Weil beide Europäer sind. Ja? Und es gibt so viele Dinge, die für uns beide vollkommen selbstverständlich sind, die für unsere Umwelt dort in Brasilien absolut nicht selbstverständlich sind. Ja? Also das ist etwas, was tief in einem drinsteckt. Das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Und genauso gut ist es in Europa so. Wenn ich jetzt in Italien unterwegs bin, ist diese Kultur dort bis zu einem gewissen Grad mir fremd. Wenn ich dann dort einen Deutschen treffe, fühle ich mich mit dem plötzlich verbunden, ja, und kann mich auf eine ganz andere Art und Weise über das Land auch austauschen, über irgendwelche Themen. Das geht noch viel weiter, wenn man in Deutschland, beispielsweise wenn ich jetzt in Bayern unterwegs bin und ich treffe da plötzlich einen aus Brandenburg oder aus Sachsen-Anhalt, dann ist das wieder etwas anderes. Dann sind wir beide plötzlich Sachsen oder Brandenburger in Bayern und unterhalten uns über diese bayerische Kultur. Und so kann sich das immer weiter verzweigen bis auf die Ebene des Dorfes, ja, hinunter. Wenn man plötzlich in einer größeren Stadt ist in der Region, ja, dann merkt man, das ist auch eine gewisse andere Mentalität. Und man trifft einen aus seinem Dorf plötzlich und zack, ist man sofort, ja, ist man, das ist ja bis zu den Schulen, bis zu den, in der gleichen Stadt gibt es verschiedene Bezirke, Viertel, verschiedene Schulen und auch dieses sind alles eigene kleinere Lebenswelten. Und man muss die Unterschiede zwischen diesen Lebenswelten respektieren und akzeptieren. Weil sonst kann man nicht glücklich werden. Wenn man denkt, man gehört überall dazu, ja, dann das ist einfach eine Illusion. Ja, man sagt ja auch, jedermanns Freund ist jedermanns Depp oder sowas, ja. Man gehört nicht überall dazu. Also wie schafft man eine natürliche Dorfgemeinschaft, in der dieses Zusammengehörigkeitsgefühl selbstverständlich ist und in dem man anfangen kann, schöne Dinge zu machen, ja, seine Häuser auszugestalten, seine Balken schön zu schnitzen, ja, seinen Garten zu pflegen und einfach einen wunderbaren Garten und einen Wald aus diesem Dorf zu machen, in dem es vor Vögeln nur so wimmelt und in dem einfach das Leben reich ist und schön, ja. Und indem man sich nicht ständig um die grundlegenden Gedanken, über die grundlegenden Dinge des Lebens auseinandersetzen muss. Und ja, die einzige Idee, die mir kam, war, man animiert Leute, hierher zu ziehen. Man kauft Häuser auf, ja. Also ich kaufe jetzt einfach ein Haus, was verfällt oder was verfallen ist oder wo jemand gerade ausgezogen ist und es zum Verkauf steht. Ich kaufe dieses Haus und eine Familie zieht dort einfach ein. Ja. Und wie finanziert man das? Ich sammle Spenden. Ja, was weiß ich, jeder spendet 10 Euro. Und wenn wir genug zusammen haben, dann kaufen wir dieses Haus und dann zieht dort eine Familie ein. Und weil sich immer alle darüber Gedanken machen, eine der größten Barrieren ist doch, ja, aber was soll ich da machen? Was soll ich denn da arbeiten? Da gibt es doch keine Arbeit. Klar gibt es hier keine Arbeit. Hier gibt es niemanden, der dir einen Lohn zahlt, weil du da im Büro sitzt. Ja, sondern hier gibt es die Arbeit des Feldes, ja, der Natur, sich sein Haus zu renovieren, sein Feld anzulegen. Einfach die Arbeit, die schon immer in der Welt war. Ja, die man nicht in Geld so leicht bemessen kann. Die Arbeit ist da, man muss sie nur tun und man kann auch davon leben. Ja. Nur man hat nicht die Erwartung, dass man dann da riesige Gelder, Reichtümer anhäuft oder sich dann einen Porsche kauft, ja, sondern es ist ein ganz anderes Leben, ein ganz anderer Reichtum, der dadurch entsteht. So, also diese große Barriere im Geiste, was soll ich da arbeiten? Und ich sage, wir haben in Deutschland ein Hartz-IV-System, ein Sozialsystem und man kann durchaus anfangs erstmal Hartz-IV beziehen. Und wenn ich dann dieses Haus gekauft habe, die Familie da einzieht, dann Miete zahlt, dann haben wir wieder mehr Geld, um das nächste Haus zu kaufen. Ja? Und so beleben wir nach und nach das Dorf. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur irgendwelche Exzentriker sind, die Künstlertypen, Philosophen, die das alles ganz toll finden, aber die so keine Kinder haben, sondern 9 von 10 Kandidaten müssen wirklich Familien mit Kindern sein, weil davon lebt das Dorf im Endeffekt, von den Kindern.
Ja, das ist das, was das Leben wirklich ausmacht und worum sich das Leben schon immer gedreht hat seit Jahrtausenden. Ja, und das ist auch das, was das Leben schön macht. Und was wir auch brauchen, um genug Menschen für unsere Schule zu haben, ja, und um nicht wieder Sprit verfahren zu müssen, um unsere Kinder jeden Tag irgendwo Kilometer weit wegzuschicken. Das ist auch Nachhaltigkeit. Die Dorfschule ist Nachhaltigkeit und das lebhafte dörfliche Leben ist notwendig für die Nachhaltigkeit. Und ich habe das in meinem anderen Video noch komplexer ausgedrückt, warum das wirklich notwendig ist und nicht einfach nur Träumerei und Spielerei ist. So, das war die Idee. Ich kaufe ein Haus mit Spendengeldern, eine Familie zieht ein, zahlt dann Miete erstmal, ja. Bis sie wirklich sich etabliert hat und irgendwann braucht sie auch kein Hartz IV mehr beziehen, gehe ich davon aus. Es gibt immer wieder Mittel und Wege, aber man sollte seinen Wohnort oder sein Lebensumfeld nicht davon abhängig machen, ob ich dort Arbeit habe, sondern man sollte dahin gehen, wo man leben möchte und sich dann dort die Arbeit selber schaffen oder selber suchen, ja. Und deshalb ist es absolut gut, wenn wir am Anfang erstmal Hartz IV beziehen und nicht auf die EU oder auf die BRD warten, dass sie diese Landregion wieder neu belebt, sondern dass wir das einfach selber tun. Ja? Und wie gesagt, die Familie zieht ein, bekommt Hartz IV und zahlt dann diese Miete und dann haben wir wieder mehr Geld, können wieder das nächste Haus kaufen und so weiter. Das gibt dann so einen Schneeballeffekt, wenn das wirklich mal ins Rollen kommen sollte. Und dann können wir ruckzuck ein Dorf wieder beleben. So. Und das dann gemeinsam gestalten, ja. Und dann könnte man noch einen Anreiz setzen, dass die Leute auch wirklich Kinder kriegen und da auch keine Angst haben davor, dass man sagt, für jedes Kind, was sie bekommen, wird ihnen 20% des Hauses überschrieben, ja, sodass ab 5 Kindern ihnen das Grundstück, das Haus selber gehört. Sie haben dann keinen Kredit an der Backe, sie müssen keine Miete mehr bezahlen. Und sie können sich voll und ganz auf das Landleben und auf wirklich, sie können ihre ganze Zeit dem wirklichen Landleben widmen. Denn ich denke, das braucht es auch. Also man braucht Zeit. Der Mensch braucht Zeit. Ja? Heutzutage sagt man immer, man braucht Geld, man muss sich finanzieren können, ich muss doch meinen Kindern was bieten. Nein, ich möchte mit meinen Kindern Zeit verbringen. Ich möchte Zeit haben, mit ihnen im Wald spazieren zu gehen. Ich möchte Zeit haben, mit ihnen irgendwas zu schreinern, irgendwas zu bauen. Und zwar nicht nur irgendwelche Spielereien, irgendwelche Hobbygeschichten, sondern Dinge, die ich tatsächlich benötige. Und unser Ziel muss es sein, so viel Zeit wie möglich mit unseren Kindern zu verbringen, so viele gemeinsame Aktivitäten wie möglich zu machen. Lieder, Feste, Tänze, Basteln, Bogenschießen, diese ganzen Sachen, die ja auch Erwachsenen Spaß machen. Also ich lade jetzt Menschen ein, Familien, junge Familien, die dieses Projekt mitmachen wollen, die ein bisschen abenteuerlustig sind und keine Angst davor haben, auch in eine relativ verlassene Region zu ziehen, wo Bruchbuden sind. Ja. Aber es gibt auch gute Häuser. Ja. Also man kann auch sagen, ja, wir sind schon eine große Familie, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie ein Haus, was einigermaßen in Schuss ist. Das lässt sich arrangieren. Ja. Das wird dann natürlich etwas teurer. Aber ich möchte auch Leute ansprechen, die vielleicht noch keine Kinder haben oder vielleicht erst eins und denen es nichts ausmacht, in irgendeine Bruchbude zu ziehen und die sich dann nach und nach zu sanieren. Ja. So kann man wirklich jedem Bedürfnis gerecht werden und kann wirklich auch relativ schnell passende Leute finden, ja, indem man sich nicht nur auf eine Sache zum Beispiel versteift. Ja. Also ich werde am Ende des Videos eine E-Mail-Adresse zeigen, unter der man mich kontaktieren kann. Und da können sich interessierte Familien oder junge Leute melden. Und dann kann man darüber sprechen, was man so für Ideen hat und ob das passen könnte, ja, ob man da ähnliche Vorstellungen hat. Und dann andererseits können sich dort auch Leute melden, die das finanziell unterstützen würden, ja, die sagen würden, ja, ich spende dafür 10 Euro im Monat. Denn ich rechne ungefähr so, dass wir sagen, sobald 100 Leute spenden, ja, sobald sich 100 Leute gemeldet haben, die spenden, würde ich tatsächlich ein Konto eröffnen und dann würde man das könnte man das wirklich starten. Denn ich denke, diese Zahl ist notwendig, um überhaupt in realistischer Zeit irgendwas auf die Beine stellen zu können. Ja, wenn man sagt, okay, wir fangen bei 1000 Euro im Monat an, dann kann man sagen, okay, hier kann man vielleicht ein Haus bald kaufen. Denn manche Grundstücke kosten hier gerade mal, was weiß ich, 10.000 Euro oder sowas. Ja? Das sind dann oft auch Grundstücke mit, naja, etwas runtergekommenen Häusern. Aber wie gesagt,
Da kann dann schon mal jemand, der etwas abenteuerlustiger ist, kann das schon mal starten. Ja, dann kann man schon anfangen damit. Man muss nicht erst Jahrzehnte warten, bevor man da wirklich irgendwann mal was verändert, sondern man kann gleich loslegen. Man kann gleich interessierte Leute herholen und engagierte Leute. Und dann, wenn man einmal diese 1000 Euro im Monat hat, diese 100 Unterstützer, ich denke, wenn man es dann schafft, noch ein bisschen weiter die Werbetrommel zu rühren und vielleicht 500 Unterstützer bekommt, ja, 5000 Euro im Monat, dann kann man richtig loslegen. Ich denke, dann kann man auch sich Landwirtschaftsflächen kaufen. Und wie gesagt, das Ganze dann unter dem Prinzip, dass jede Familie irgendwann so ein paar Hektar Land hat, von der sie sich selber ernähren kann, ja, und wo sie Flachs anbauen kann, sich Schafe halten kann und dementsprechend dann mit alten Methoden wieder Kleidung herstellen kann. Ja, das sind alles Sachen, die lernt man im Ergotherapiekurs, ja, weil es den Geist so schön beruhigt, ja. Aber das wird bei uns nicht nur so als Therapie gemacht, sondern wir erkennen, dass das notwendig ist, um glücklich zu sein. Ja, es ist sozusagen keine Hilfe, um nicht mehr so unglücklich zu sein, ja, oder nicht mehr so autistisch, sondern es ist ein fundamentaler Bestandteil des Glücklichseins und man muss es tun, ja, meiner Ansicht nach. Diese einfachen handwerklichen Dinge sind es, die uns fehlen. Ja, man spricht auch von digitaler Demenz, dass die Leute durch das ganze Digitale, durch den Fernseher, durch das Touchscreen und Computertastaturen, ja, dass es ein pathologischer Zustand ist, dass sie dadurch krank werden, ja, dass sie dadurch geistig krank werden und dass der Mensch taktile Erfahrungen, also Berührung dieses Handwerk, er braucht das regelrecht, um zu funktionieren, geistig und seelisch. Ja? Das ist eine Notwendigkeit und wir möchten diese Notwendigkeit leben. Was wir wollen, ist kein Museumsdorf, in dem man mal zeigt, wie die Menschen früher gelebt haben. Nein, wir wollen so leben, weil wir der Auffassung sind, dass das nachhaltig und gesund ist und glücklich macht. Ja? Und den Tag anfüllt mit spannenden und erfolgversprechenden und Tätigkeiten, die einem auch regelmäßig Erfolgsgefühle geben, ja, und einen nicht völlig überfordern. Wir wollen also nicht so eine neue disruptive Industry, ja, wir wollen nicht den neuen großen, the next big thing, ja, wir wollen nicht ein neues Facebook oder eine neue Internetbezahlplattform oder eine neue Datingplattform, die dann weltweit riesengroß wird und das dann für Milliarden verkaufen und dann, wir wollen nicht diese gigantischen Dimensionen. Wir wollen im Kleinen etwas schaffen. Wir wollen unsere Erfolgsgefühle aus ganz kleinen Dingen beziehen. Ja, wir wollen unsere Erfolgsgefühle daraus beziehen, dass wir irgendwann unsere eigene Kleidung tragen und einfach einen eigenen Charakter haben, ja, wo Leute durch unser Dorf fahren und sehen, hey, die sehen ja alle aus wie vor 100 Jahren oder so, ja, oder noch ganz anders, ja. Man muss sich auch nicht so versteifen, wenn man von Kultur redet, geht es auch nicht darum, exakt diese Tracht des 19. Jahrhunderts zu tragen, sondern wir wollen die traditionellen Handwerkstechniken ausführen. Und wenn wir dann eine ganz andere Tracht tragen, eine völlig neue Tracht, dann ist das auch in Ordnung, ja. Und das wird aber trotzdem anders aussehen als das, was so aus China kommt, ja, und aus weggeworfenen Plastiktüten besteht. Nein, es wird einen ganz anderen Charakter haben, einen ganz eigenen Charakter und wir werden die Geschichte unseres Volkes und unserer Leute mit uns tragen und daraus etwas Neues schaffen, aber aus der eigenen Tradition heraus. Ja? Nicht zwangsweise als Vermischung aller möglichen Kulturen, sondern aus unserer eigenen Kultur heraus schaffen wir wieder einen neuen Samen. Wir pflanzen wieder eine neue Pflanze. Wir pflanzen wieder von diesem Eichenstamm ein neues kleines Eichenbäumchen, was vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber an sich das gleiche ist wie vorher, wie es schon seit Jahrtausenden war und wie es auch seit Jahrtausenden funktioniert hat. Also wie gesagt, wer Interesse hat zu spenden oder als Familie mitzumachen, der melde sich unter folgender E-Mail-Adresse. Und ich werde jetzt in meinen nächsten Videos immer mal so darauf hinweisen, auf diese Initiative. Und wer weiß, vielleicht kann das ja was werden. Im Endeffekt denke ich, dass es nur gut werden kann, weil ich der Ansicht bin, dass genau das fehlt und dass genau das Nichtbeachten dieser
diese Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe, dass das der Grund ist, warum viele dieser Initiativen scheitern oder nicht so weit kommen oder im Sande verlaufen. Nur mal ein Beispiel. Ein Interessent sprach mich dann so an und meinte so, naja, aber ich könnte ja dann da so ein Zentrum aufmachen, wo dann Kinder hinkommen können und dann wird denen da was beigebracht, dann spielt man mit denen und lernt spielerisch was über die Natur und so weiter. Oder man macht dann so eine Art Erlebnisbauernhof oder so, ja. Und genau das ist es, was ich nicht möchte. Also diese institutionalisierte Geschichte, ja, dass man sagt, ja, wir machen jetzt wieder hier für kranke Stadtkinder so eine Therapie, ja. Oder so eine Beschäftigungstherapie. Nein, es soll Selbstzweck sein, die Arbeit mit der Natur, mit dem Handwerk, soll nicht dazu dienen, anderen irgendwas zu einen Therapieeffekt angedeihen zu lassen oder sie irgendwie zu beschäftigen, sondern es soll lebensnotwendiger, inhärenter Zweck sein des täglichen Daseins. Wir wollen so leben, ja. Und wenn jemand seine Kinder hinschicken möchte, um dort irgendwas zu erleben, dann soll er doch bitte dahin ziehen mit seinen Kindern und so leben, wenn er denkt, dass das besser ist als in der Stadt, ja. Und sicherlich, wer mit uns in Austausch treten will, kann das gerne machen. Wir werden dann auch bestimmt irgendwann einen Laden haben und eine Gaststätte und ein Gasthaus, wo Leute übernachten können, bei uns Urlaub machen können. Sicherlich, das wird es alles geben. Ja? Aber wir sind keine große Pension, kein Resort, kein Ferienresort, wo Leute mal ins Mittelalter eintauchen, so aus Spaß, ja, sondern wir leben so, wir wollen so sein und wir machen das nicht für andere und nicht als Therapie für uns oder für andere, sondern weil wir dieses Leben brauchen. Und und deshalb würde ich davon absehen, solche Projekte gibt es ja zuhauf, ja, überall. Solche Land, bring deine Kinder aufs Land und heile sie vom Autismus. Das gibt es ja in den Dörfern, aber ich halte das für fehlgeleitet. Denn man muss auch sagen, dass diese Projekte ja dann wieder von irgendwelchen Fördergeldern leben oder von irgendwelchen, dann bezahlen die Leute dafür wieder, dass sie dort das tun können. Aber wir wollen das ja nicht tun, wir wollen ja kein Handwerk tun, weil das irgendjemand fördert oder weil irgendjemand uns dafür bezahlt, dass wir hier schmieden, ja, und er dabei zugucken darf, sondern wir wollen schmieden und schreinern und unsere Tiere halten, weil wir im gegenseitigen Austausch stehen und weil wir einfach einen Schmied brauchen, der uns mal eine Türangel schmieden kann, ja, oder mal ein Werkzeug, mal einen Hammer schmieden kann, oder wir brauchen einen Schreiner, der uns mal eine Türschwelle macht. Wir brauchen also diese Fertigkeiten und wir brauchen auch diese Tätigkeiten, um glücklich zu sein, diese Handwerkstätigkeiten. Wir möchten das einfach so. Und es ist nicht nur, wie gesagt, eine Art Therapie oder Erlebnispark oder sowas, ja. Das ist ganz wichtig. Wenn es da junge Frauen und junge Männer da draußen gibt, die das ungefähr verstanden haben, die merken ja vielleicht dann auch so einen gewissen Nervenkitzel bei der Idee, ja. Und vielleicht wird ihnen bewusst, was das für ein unglaubliches Abenteuer ist, ja, was da vor uns steht und wie unglaublich spannend das eigentlich ist, eine wirklich funktionierende Dorfgesellschaft aufzubauen, ja, mit allen möglichen alten Gewerken, die es da früher so gab. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was heute jeder so machen kann, ja, ich setze mich in ein Flugzeug und fliege ins Himalaya und steige auf Mount Everest, ja, klar. Ich kann auch ein halbes Jahr arbeiten gehen in irgendeine Imbissbude oder in irgendeiner Fabrik und kann Mount Everest besteigen. Ja. Ist das Abenteuer? Ist das, braucht das Mut? Ja? Macht euch das wirklich Nervenkitzel? Ja? Ist das eine Errungenschaft? Was heute der Nervenkitzel ist, was heute das Abenteuer ist, ist wirklich einfach einen Partner zu finden, keine Angst davor zu haben, Kinder zu bekommen, ja, nicht zu verhüten, sondern einfach das Leben wirklich dem Leben freien Lauf zu lassen und dann plötzlich die eigenen Kinder um sich herum zu haben, die mit anderen Kindern in die Schule gehen, wo sie eine gleiche, nachhaltige, natürliche Lebensweise auf den Weg bekommen,
Ja. Ich meine, wir zwingen sie auch nicht ewig in diesem Dorf zu leben. Ja, das wird keine Sekte oder sowas, ja, sondern einfach nur unser eigenes Dorf. Wer da nicht mehr wohnen will, der kann ja auch gerne seiner Wege gehen. Ja, das war ja noch nie so, dass man da festgenagelt wurde. Aber wir möchten diesen Ort erschaffen, sodass er in der Welt existiert, sodass die Leute auch da wieder hin zurückkommen können. Ja, wir möchten einfach ein Angebot schaffen. Denn ein großes Problem an unserer heutigen Kultur und an unserer, warum die Jugend so kaputt ist, ist auch, weil es das natürliche, ganzheitliche, diese traditionelle Kultur, die es über Jahrtausende gab, mit den Liedern, den Tänzen, den Trachten, dass es das gar nicht mehr gibt als Angebot. Ja? Es gibt nur noch diese zerstörerischen Medien, diese gewaltsamen Filme, diese Sexualisierung. Es gibt nur noch dieses Harte und Brutale. Und ich denke aber, viele Leute sehnen sich danach. Und ich denke, da wird es garantiert Kinder und Jugendliche geben, die sich da sehr dazu hingezogen fühlen. Nur sie kriegen das ja nirgendwo zu sehen. Ja, es gibt sowas ja nicht mehr. Wir haben also den Auftrag, die Aufgabe, etwas zu erschaffen, was dann als Angebot für andere vorhanden ist. Ja? Wo man sagen kann, ja, das können wir auch machen. Das finde ich auch gut. Das machen wir bei uns auch im Dorf. Ja? Wir müssen also mit gutem Beispiel vorangehen. Und es geht nicht darum, jetzt ganz Deutschland umzukrempeln und alle zu zwingen, so zu leben. Ja? Sondern wir möchten als Alternative, ja, weil alle immer so von Alternativen sprechen, möchten wir dieses erschaffen. Und vielleicht gibt es ja Menschen, denen genau das fehlt und die damit dann glücklich sind, ja, mit dieser Herangehensweise. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert und wenn ihr Lust habt, das in irgendeiner Weise zu unterstützen, dann oder mitzumachen, dann kontaktiert mich und wir schauen mal, ob daraus irgendwas entstehen kann.